Hallihallo, willkommen zurück in Ernie's World, in meiner Welt. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier zu einem neuen Video aus der Playlist Bau eines Terrariums 2.0. Zweite Etage, mittlere Etage. Ihr seht sie hinter mir, schön illuminiert, mit dem LED-Band jetzt mal in ganz weiß. Ich hoffe, dass mein Gelb-Touch, den ich in den letzten Videos ausgleichen musste und was mir nicht so gut gelungen ist, ein bisschen durch das weiße Licht hier wegkriege. Auch wenn es von hinten kommt, auch nicht optimal, ich weiß. Aber ich möchte, das Blöde ist meine Lampe hier an der Decke, die scheint sehr gelb zu strahlen. Das hier wird wahrscheinlich das letzte Video sein zum Zusammenbau der zweiten Etage. Ich werde mich ja jetzt komplett noch um die Innendeko kümmern, sprich also Pflanzenwerk und die Treppe. Ja, wundert euch nicht, ich habe hier schon mal was vorbereitet. Das ist im Grunde genommen das Fundament, das passt einmal genau hinten an das schon reingeklebte Fundament quasi, drüber und drauf und rein. Also man kann das dann quasi so reinschieben. Da ist schon mal eine kleine Treppe drauf und ich werde hier natürlich noch Mauerwerk versehen und irgendwo eine kleine Öffnung, damit die Schlangen auch rauskriechen können. Klar, weil das Loch vom unteren Terrarium kommt ja hier hoch. Das habe ich schon mal vorbereitet. Wie ich das vorbereitet habe, das werde ich euch jetzt mal kurz zeigen. So, für das Mauerwerk werde ich kleine Ziegelchen erarbeiten. Und zwar habe ich hier schon mal etwas vorbereitet, nämlich so kleine Styropor-Stücke. So verschiedene, die habe ich einfach aus den ganzen Resten, die ich habe, schon mal zurechtgeschnitten. Und die sollen jetzt quasi einen Anstrich bekommen. Und das mache ich natürlich mit meinem guten alten Fliesenkleber. Diesen Mörtel hier ist nicht mehr so viel von da, aber ich hoffe, es reicht. Und dann werde ich kleine Steinchen herstellen, die ich dann zum Mauern verwende. Und darüber hinaus habe ich jetzt hier auch nochmal so kleine Styroporstreifen geschnitten, die ich jetzt zu einer Treppe zusammenkleben werde. Ich denke, ich werde sie so aufeinander kleben. Die Seiten sind schön gerade und da kann ich dann gut den Kleber verschmieren. Die Treppe wird dann aber wahrscheinlich tatsächlich so aufgebaut werden, dass ich die so aneinander klebe und dann so die Stufen, also quasi so, dass das die Treppe ist, die nach oben führt. Schauen wir mal, wie das geht. Also wie immer alles kein Hexenwerk, etwas Styropor, etwas Fliesenkleber, etwas Terrarienkleber und etwas Farbe. Und jetzt werde ich das Mauerwerk hier fertigstellen und dann vermutlich mit meiner Airbrush noch mal ein bisschen farblich gestalten, damit das auch optisch da gut reinpasst. Genau, und das werden wir jetzt mal angehen, ne?
das Terrarium 2.0, mittlere Etage, Waldboden, hat ein Stadium erreicht, in dem ich es als fertig bezeichnen würde. Ihr seht es hier hinter mir, schön illuminiert. Und dem einen oder anderen von euch wird etwas aufgefallen sein. Die Wand hinten, die hat so kleine Lichtpunkte. Ich mach mal aus und dann sieht man das besser. Ich habe einen Sternenhimmel gestaltet. Ja, das habt ihr nicht mitbekommen. Entweder habt ihr die Folge verpasst oder vielleicht liegt es auch daran, dass ich die gar nicht gezeigt habe. Ich werde die jetzt nachschieben. Das heißt, die nächste Episode, obwohl ich mit dem Terrarium fertig bin, die nächste Episode zeigt nochmal den Bau dieses Sternenhimmels, auf den ich wirklich ein bisschen stolz bin. Ich gehe mal ein Stück zur Seite. Also der zieht sich einmal über die ganze Breite. Und das Ganze ist mit so Lichtfasersträngen realisiert. Wie gesagt, das zeige ich euch im nächsten Video. Ansonsten habt ihr gesehen, wir haben hier viel Pflanzenwerk. Ich hatte ein wenig unterstützende Hilfe. Wir haben hier viel Pflanzenwerk eingebracht. Wir haben hier Erde eingebracht, Terrarienhumus und Kokosfaser. Sehr viel. Also das waren insgesamt 5 Ziegel Erde und 4 Ziegel Kokosfaser. Ich wollte tatsächlich, dass die Erde relativ hoch ist, damit die Schlangen auch mal ein bisschen buddeln können. Außerdem sollte die Röhre, die ich jetzt nachträglich angebracht habe, quasi auf dem Boden liegen und nicht in der Luft schweben. Und natürlich auch die Treppe hier hinten. Da sollte die unterste Stufe natürlich auch irgendwie auf dem Boden aufsetzen und nicht in der Luft schweben. Das heißt also, diese Höhe hier der Erde war gesetzt und die habe ich erst hingekriegt nach 5 Ziegeln Erde und 4 Ziegeln Kokosfaser. Ich hoffe, das Gewicht ist nicht zu hoch, weil die Erde beinhaltet natürlich auch entsprechend viel Wasser. Also 15 Liter sind da bestimmt drin. Eine Sache möchte ich noch nachtragen. Die gehört zwar nicht zum Thema Deko, sondern eigentlich eher mit zum Thema Elektronik bzw. Steuerung. Man sieht es hier nicht mehr, es ist gut versteckt, aber ich zeige hier nochmal ein kleines Video, eine Einblendung. Ich habe mich spontan dazu entschlossen, meine außer Betrieb gesetzte Beregnungsanlage, die ich eigentlich fürs Terrarium 1.0 geholt hatte, wieder hier einzusetzen. Ich werde sie mal anbringen. Ich muss natürlich dazu, ihr seht hier, dass ich ein Loch gebohrt habe ins Terrarium, in die Deckelplatte quasi und dann von oben den Schlauch heranführen. Das Schöne ist, ich kann die Düse quasi in alle Richtungen verstellen, weil die mehrere Achsen hat, an die sie sich drehen lässt. Ja, und die Hoffnung ist, dass ich halt zumindest diese mittlere Etage dann halbwegs feucht halten kann. Wollen wir mal sehen. Wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht, dann ist das Ding angebracht. Egal, wenn es klappt, dann würde mich das sehr freuen. Ich muss natürlich dafür in der Bodenplatte des oberen Terrariums nochmal irgendwie eine kleine Nut rausfräsen, weil der Schlauch natürlich rausgeführt werden muss, aber dafür überlege ich mir dann eine Lösung, wenn das obere Terrarium kommt. Jo, ansonsten bin ich, wie gesagt, erstmal soweit fertig mit dem Terrarium 2.0 mittlere Etage Waldboden. Und im nächsten Video zeige ich euch die Montage des Sternenhimmels. Schaut euch das an, wenn ihr euch dafür interessiert, wie dieser Sternenhimmel zustande kommt. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Gebt mir ein Like für dieses Video, wenn euch dieses Video gefallen hat. Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als macht's gut und bis bald.